Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr eure FPS in The Forest maximieren könnt. Also aber zuerst, bevor ihr jetzt versucht, meine Tipps zu befolgen, schaut erstmal nach, ob euer PC überhaupt so die Mindestanforderungen bietet, weil ansonsten hat das auch nicht viel Sinn. Okay, ihr könnt es vielleicht versuchen mit Übertakten und allem, aber schaut am besten erstmal, ob euer PC das Spiel überhaupt schaffen kann. Oder überhaupt schafft. Egal, ihr könnt ja die Tipps trotzdem befolgen. Wenn es dann immer noch nicht geht, wisst ihr vielleicht, woran es liegt. Oder es liegt an was anderem. Da kommen wir aber gleich nochmal spezifischer drauf ein. Also, als erstes geht ihr in eure Grafikeinstellung unter dem Startmenü auf Option. Dann seht ihr hier die Auflösung. Die ist bei mir 1680x1050. Ich habe einen 16:10 Monitor, deswegen habe ich hier ein bisschen andere Einstellungen als ihr, die meisten, sag ich mal, mit den 16:9 haben. Und wenn ihr wirklich massiv Probleme habt, stellt es auf 1280x1024, die habe ich nicht, weil mein Monitor 16:10 ist. Aber mit 16:9 müsstet ihr das haben und die meisten hätten das auch, ansonsten gibt es da noch andere Möglichkeiten, aber dazu später mehr. Also Preset. Das heißt so viel wie Voreinstellung und sind einfach, sagen wir mal, ich kann jetzt alles auf High. Dann stellt er automatisch so alles halt auf, das ist die beste Einstellung. Wir brauchen aber Custom. So. Und Anti-Aliasing würde ich generell auf Disabled machen, weil das bringt massiv FPS plus. Bei mir steigert es immer um die Hälfte die FPS. Und das ist nicht schlecht. Gut, als nächstes kommen wir zu den Schatten. Ja, ich würde einfach sagen, am sinnvollsten wäre es auf Fastest zu machen. Ich werde jetzt mit euch erstmal so die Einstellung so machen, wie sie der Grafik, also ich sag mal, die Grafik wird dann am besten. Also ihr habt die meisten FPS und gleichzeitig habt ihr auch die schönste Grafik halt, also die möglich ist. Weil wenn ihr alles zum Beispiel auf Laptop stellt, ist klar, dann sieht es aus wie ein Haufen Matsch. Deswegen, ich lege auch noch ein bisschen Wert auf Grafik, weil zu matschig soll es auch nicht aussehen. Gut, Scatter ist eigentlich, kann man auch auf Fastest setzen. Ich würde es aber eigentlich generell auf Medium oder High setzen, weil es zieht jetzt nicht allzu viel. SSAO mache ich eigentlich immer auf Disabled, aber man kann es hoch. Ich sag mal so, ich gebe euch jetzt erstmal Einstellung und am Ende, wenn ihr merkt, da ist noch Luft nach oben, ich habe vielleicht noch 40 FPS oder so, könnt ihr euch gucken, was will ich besser haben. So, der Stein sieht matschig aus. Hier mache ich mal eben hier was hoch. Ja, so halt. Und erstmal werde ich jetzt euch ein Exempel zeigen, wie es aussehen könnte. Und ja, Bloom ist dieser hässliche Blubber-Effekt. Was heißt Blubber-Effekt? Das ist einfach so ein hässlicher... Ich hasse es. Ich mache es immer aus. Das ist so... Ihr geht und dann so, es verschwimmt. Und Motion nur genauso. Also ihr könnt es versuchen, wenn dann halt auf Medium bei Motion Blur und Bloom halt auf On, aber ich bin so ein Mensch, ich mag das überhaupt nicht. Ihr könnt selber schauen, ob es für euch schön ist oder nicht. Ich finde es nicht schön. Also auf Grass, also Gras, am besten macht ihr es auf Near oder Medium. Very Near ist ein bisschen semi-optimal, sage ich mal. Wir stellen jetzt mal aufs Medium, wenn es halt bei euch nicht so gut klappt, dann macht halt auf Near oder Very Near. Wie gesagt, hier wird noch ein bisschen auf Qualität gesetzt. Skylightning kann man aufmachen, ist nicht allzu wichtig. Sieht halt ein bisschen schöner aus, aber die FPS sparen wir uns da lieber ein. Ja, das Terrain, also die Umgebung, so die generell so der Boden und alles. Das Terrain halt. kann man auf High eigentlich lassen, aber... Ich sag mal so, wir machen es auf normal jetzt. Sofern, wie gesagt, sofern es nicht funzt, macht es auf simpel. Ich mache jetzt so, wie es halt, wie gesagt, von der Quali am besten ist. Color können wir eigentlich original lassen. Das ist nicht schlimm. Brightness zieht jetzt auch nichts. Das habe ich immer generell auf Höchste, weil es ist teilweise so dunkel, dass man nichts sieht. Dann natürlich auf Fullscreen. Das gibt euch auch nochmal ein bisschen mehr FPS. Und auf vertikale Synchronisation, also V-Sync, müsst ihr ausmachen. Das zieht auch richtig Leistung weg. Low Memory Mode
auch nicht an. Und so müsste es eigentlich gehen. Da können wir auch gleich mal ein Spiel starten und uns das ansehen. Gut. Außerdem, solange es jetzt lädt, werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Es gibt auch noch ein anderes Tutorial, was euch auch noch helfen kann. Das ist dann sozusagen außerhalb vom Spiel, so was alles hinter den Kulissen passiert. Das Programm heißt Razer Game Booster. Und mit dem Programm könnt ihr auch nochmal einen Haufen FPS dazu bekommen. Dazu gibt es den Link aber in der Beschreibung. Falls ihr das ausprobieren wollt, also mir hat es auch auf jeden Fall geholfen. Und einigen von euch wird es auf jeden Fall auch helfen. Es kann eure FPS schon gut erhöhen. Wie gesagt, das Tutorial gibt es dann im. Hier wird verlinkt. Und wir schauen jetzt erstmal, wie es in-game hier aussieht. Mit den FPS. Also man sieht schon. Oh, also ich finde, es moved komplett. Ich habe 60 FPS. Aber wir kommen jetzt. Abgestürzt sind. Aua, das war laut. So. Ja, müssen wir eigentlich nichts einsammeln. Da sammeln wir das Pedometer ein, Axt. Pushen wir eben raus. Ich finde, dafür, dass ich habe jetzt nicht den allerbesten PC, müsst ihr wissen. Und dafür kann man die Grafik vollkommen nehmen. Ich meine, schaut es euch an. Man kann es vollkommen essen. Ich habe 50 FPS. Und wie gesagt, es sieht auch noch nicht allzu hässlich aus. Es geht um einiges hässlicher. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Tutorial helfen. Und was ist das? Der was in deinem Buddy drin? Stein, geil. und falls ihr Bock habt, könnt ihr nochmal bei unserem Let's Play vorbeischauen. Wir spielen übrigens auch The Forest. Und natürlich, wenn ihr Bock habt. Ansonsten schaut euch noch das Tutorial von Razer Game Booster an, was verlinkt wurde. Dazu könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, das Let's Play anschauen, wenn ihr Bock habt. Dazu noch diesen Wall, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Haust rein! Oh, ich bin drin, Alter. Das Haus ist ja voll im Safe. Geh weg, warte, die Tür. Warte, die Tür.